Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part sind wir zu diesem weiteren Tempel der Erbauer getapst und haben hier an der Seite einen kleinen Schatz gefunden. Aber natürlich wollen wir mal gucken, was das ist, ne? Hier, ich finde es interessant, dass er so einen Schatz mit einer Spitzhacke aufhackt, statt irgendwie eine Schaufel zu nehmen. In den späteren Teilen, so bei Riesen, haben sie das dann geändert. Da gibt es dann auch Schaufeln. Ne? Aber ist ja auch schön. Man kann auch mal so einen Schatz frei hacken. Ja? Er hatte was gefunden. Das ist doch schön. Ich würde sagen, wo wir dann auch eh hier sind, können wir ja mal eben doch reingehen oder warten. Ne? Lass mal eben gucken, was da so abgeht. Ganz entspannt. Ich erwarte wieder viele von diesen Feuerläufern. Die lassen wir dann erstmal. Da hier ist auch kein Bett in der Nähe oder so. Ne? Also hier kannst du nicht eben mal chillig rumchillern. So. Okay, noch sieht's gut aus. Ich sehe. Oh. Machen die was, die Steinwächter? Stehen die hier nur rum? Aktuell stehen die hier nur rum. Aber es sind eine Menge Steinwächter. Eine Menge Steinwächter. Hallo. Alles gut bei euch, ja? Cool, cool, cool. Super. Super. Hallo. Was haben wir hier? Knochen eines Skeletts. Rostiges Schwert. Eine Fackel. Hua, ich bin in der Mauer. Oh oh. Scheiße, Bruder, ich werde komplett zerstört. Okay. Okay, Bruder. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Das ist ja gar kein Ding. Man muss ja nur wissen, was man da tut, ne? Jetzt hauen wir uns mal ein paar Tränke rein. Tränki, tränki, tränk, tränk. Tränki, tränki, tränk, tränk. So. Und jetzt ganz vorsichtig nach und nach, eins und nach dem anderen, ne? Ist einfach draufhauen und hoffen, dass sie einen nicht platt machen. Okay, den haben wir weg. Oh. Okay, alles klar. Das ist schon ein bisschen übel. Die sind nicht so ohne, sag ich mal. Ne? Die sind jetzt nicht so ohne. Da gehen schon ein paar Tränke ins Land jetzt. Da müssen wir noch mal eben mal checken. Ne? Okay. Na du, das wird schon. Es sind halt nur verdammt viele. Das ist das Hauptproblem aktuell. Aber es ist gut zu wissen, dass ich die direkt angreifen kann. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Die scheinen auch nicht alle gleichzeitig lebendig zu werden. Oh oh. Alter, nicht so aggro, nicht so aggro, Junge! Okay. Ja, das mit der Held-Situation bei den Dingern ist dann doch ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Was ist das? Bonus für maximale Lebensenergie. Ja, reingeorgelt. Irre. Vollständige Regeneration. Das heben wir uns für Notfälle auf. Wir können jetzt erstmal diese kleinen Teile da reinorgeln. Wir haben ja auch genug Geld, so ist es ja nicht. Habe ich auch noch was anderes? So Butlerfleisch oder so? Kann ich mir doch auch noch mal eben wegknuspern. Da, guck mal, ist doch gar kein Problem. Knuspern wir ein bisschen Butlerfleisch rein. Und dann geht das schon. Muss man nebenbei kurz noch mal im Grill gucken. Wurde gerade ein bisschen kalt, ich musste da noch mal wieder nachschieben. Aber sieht wieder gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schon länger kein Pulled Pork mehr gemacht, deswegen bin ich ganz aufgeregt, Alter. Ganz aufgeregt bin ich. Spiel speichern. Zack, zack. Okay, los geht's, die nächsten. Vorsichtig, nach und nach immer. Ach Mann, was steckst du den Bogen denn jetzt weg? Er steht hier noch ganz allein auf weiter Flur. Bleib mal schön auf Distanz, Bruder, dann ist das nicht schlimm, dann nervt das auch nicht. Ja, so lobe ich mir das. Einfach weit weg bleiben. Danke.
So, hier ist noch ein Lederbeutel. Lederbeutel sind immer gut. Dann haben wir einen Dunkelpilz. Wir müssen aufpassen. Wir sammeln ja hier Sachen für Saturas. Also irgendwo muss hier wieder was für Saturas rumeiern. Die Typen selber sind lootbar. Hier gibt es einen Schlüssel. Passt zu einer Truhe in einem seltsamen alten Gebäude im Sumpf. Okay. Das wird wohl hier das seltsame alte Gebäude im Sumpf sein. Ich finde es nett, dass der Schlüssel selber verrät, worein er passt, ja. Das ist eine nice Sache vom Schlüssel. Das ist ehrenhaft. Trank. Trank. Die wissen schon, dass man hier auf die Fresse kriegt, denn da legen die gleich mal ein paar Tränke rein. Ist vernünftig. So. Das wird die Truhe sein. Darin befinden wir eine weitere Steintafel. Da freut sich der gute Saturas doch. Sehr schön. Was haben wir hier? Schwarze Perle. Die Perlen der Kali. Und da hinten liegt jede Menge Glitzerzeug rum. Oh, vorsichtig. Einen Ring. Mir wurde auch gesagt, ich muss irgendeinen Ring unbedingt aufheben. Ich hoffe, ich habe ihn nicht schon verkauft. Spruchrolle. Another Spruchrolle. And we are done. Okay, das war ja ganz cool. Das war jetzt auch nicht so groß wie das andere Gebäude. Das war eher so ein bisschen klein und gemütlich, aber wir haben es geschafft. Gut. Damit hätten wir das. Das war aber nicht das Gebäude, um das es questmäßig gerade geht. Wir müssen ein bisschen weiter. Oh, können wir entspannt. Also tagsüber sieht der Sumpf einfach viel schöner aus. Ne? Man erkennt auch mal ein bisschen was. Wir müssen jetzt in diese Richtung hier weiter. Habt ihr wieder so ein Sumpfgas-Ding gesehen? Vor denen habe ich ja ein bisschen Respekt. Da. Die machen wir jetzt erstmal weg. Dann mach ich dich weg. Dich machen wir weg. Hallo. Süß, oder? Okay, wir looten, wir looten, wir looten. In diesem Sumpf gibt es so viel zu tun, das ist verrückt. Aber das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich muss gestehen, ich freue mich auch ein bisschen auf Gothic 3. Gothic 3 ist zwar Imho der schlechteste Teil von allen, aber er ist trotzdem nicht kacke. Also das, mir hat das immer noch Spaß gemacht. Deswegen, ich freue mich, wenn wir dann doch nochmal unseren Second Run angehen als Magier. Wobei, ich spiele Magier, vielleicht wird es dann fürchterlich. Aber ey, man muss sich mal seinen Herausforderungen stellen. Ich habe noch nie einen Gothic Magier gespielt. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hier ist so ein bisschen Wasser am Start. I don't know, was da geschehen ist, aber das macht auch nichts. Hier noch ein paar Dunkelpilze wegatmen. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, geht's mal weiter in diese Richtung. Alter, so viel zu looten. Du wirst ja bekloppt. Vor allen Dingen aber die Dunkelpilze, die müssen, ne? Das ist wichtig. Dunkelpilze müssen mitgenommen werden. So, jetzt genießt bitte nochmal einen kurzen, wunderschönen Blick hier auf den Sumpf, während ich einmal kurz nochmal nach meinem Grill gucke. 108, 109. Ja, jetzt geht das doch wieder aufwärts. Muss immer so zwischen 110 und 120 muss der liegen. Ja, bis 100 ist auch okay. Aber jetzt war schon so bei 104 und dann wurde ich doch langsam ein bisschen nervös. Und jetzt kannst du aber mal... Aber was mich halt echt beruhigt hat, ist die Nacht durchgelaufen. Ich musste nicht nachts aufstehen und rumeiern. Es gibt nichts Schlimmeres. Jetzt stirb doch endlich! Gibt's doch nicht! So eine dicke Sumpfgasdrohne, die explodiert, wenn du die anfuhrst, weißt du? Aber ich schieße da mit Pfeilen drauf, passiert nichts. Was ist da los? So, die nächste bitte. Unser Sumpf soll schöner werden, sag ich mal, ne? Das ist hier das Motto. Und Sumpfgasdrohnen frei vor allen Dingen. Das ist der Plan. So, und Dunkelpilze müssen weg. Die sind gefährlich. Nicht, dass das aus Versehen jemand isst, ne? Und Superkräfte entwickelt oder so. Das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Hab ich noch Kaffee? Ja. Mm. Feuerkraut. Hallo. Erst die Drohne. Dann die dicke Sumpfratte.
So. Hab ich die schon gelootet? Ja. Okay, was ist hier los? Sumpfgastrone ist etwas verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, sind das viele. Das wäre ein Sumpf ohne Sumpfgastrone. Stirb endlich! Los mit euch! Wieso geht ihr nicht drauf? Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Oh, das war die Karte. Auch nicht verkehrt. Wo bin ich? Hier, da oben ist auch nochmal ein kleines Gebäude. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, das ist das, worum es nämlich eigentlich geht. Glaube ich zumindest. Oh, das sehen wir dann ja gleich. Noch irgendwas zu looten hier? Denn Loot tut gut, meine Freunde. So kann ich das nicht einsammeln? Hallo? Das ist nicht lootbar. Ich check mal, ob ich jetzt gar nichts mehr looten kann. Auch die Beere kann ich nicht mehr looten. Ich bin verwirrt. Ich kann nicht mehr looten. Kann ich noch schießen? Schießen geht noch. Aber looten geht nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Hä? Weil? Okay, keine Ahnung. Egal. Rune. Ich habe eine Rune gefunden. Zwischenzeitlich mal nicht looten können, ist ganz normal. Speichern wir mal lieber. Jetzt habe ich Angst. Oh, da kommt hier hochgewackelt. Ich dachte, die bleiben da schön im Sumpf liegen. Nee, nee, der kommt hoch. Der Sumpfball kommt hoch. Okay, weiter geht's. Kümmern wir uns mal ein paar um Sumpfball hier. Hallo. Wie er da so ganz entspannt lang schlurft. Wir sind der Sumpfheiljäger. Ja, weg bist du. Eine fleischige, schöne Sumpfratte. Sie ist in einen Dunkelpilz hineingefallen. Das da hinten könnte das Gebäude sein, um das es ging. Die Sache ist halt, da vorne ist wieder so ein Golem. Und gegen Golem sind wir, glaube ich, einfach, kriegen wir nicht gebacken. Bräuchten wir einen Hammer oder sowas. Und halt ordentlich Stärke und haben wir nicht. Wir können es nochmal versuchen, so einen Sumpfgolem anzugehen, aber ich wüsste nicht, wie wir den platt machen sollen mit dem Bogen. Ich glaube, das geht nicht. Nee, guck dir das an. Könnt das mal noch versuchen? Okay, das geht aber. Dauert zwar ein bisschen, aber geht. Okay, ich habe keine Ahnung, der Golem macht irgendwie nichts, außer sich auf die Fresse hauen lassen. Oh, gönn dir, ne? Also Sumpfgolems sind kein Problem mehr. Wir müssen uns manchmal auch einfach trauen, weißt du? Wurde schon in den Kommentaren erzählt, dass einige Gothic-Experten hier manchmal auch nur denken, Alter Fuchs, trau dich doch einfach mal was. Ich bin halt zu vorsichtig. Ich möchte weiterleben. Das sind die Füchse nun mal.
Na, du kleines hässliches Ding, aber er sieht schön aus, wie er so grünlich bewachsen ist auch, ne? Also solange es nur ein Golem ist, der alleine kommt, ist es jetzt kein Problem mehr. Man muss ihn bis zu seiner Hauptanimation vorlassen und dann kannst du ihm immer zwei Schläge versetzen. Jawoll! War ja doch gar nicht so schlimm. Okay, nehmen alles zurück. Der Sumpf ist unser. Man muss manchmal auch einfach sich trauen, ne? Oh, oh. Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Noch einer. Oh Mann. Oh, what the fuck? Wenn der dann aber trifft, Alter, dann geht's aber ordentlich ab. Muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Oh, scheiße! Ich bin tot. Oh nein, und ich habe nach dem ersten nicht gespeichert. Ich flippe aus. Oh. Scheiße, Bruder. Die ganze Golem-Klopperei umsonst. Oh, geht es vielleicht doch mit dem Bogen? Komm, wir probieren mal unser Glück mit dem Bogen. Ernsthaft. Vielleicht geht das doch. Komm jetzt, ran da. Vielleicht kommt er nicht nah genug ran dann. Oder so. Aber guck mal, wie wenig Damage. Na, vergiss es. Hat keinen Sinn. Brauchen wir nicht versuchen. Das läuft nicht. Mit dem Schwert geht, aber du musst halt echt dich vorgrinden. Ich versuch's jetzt noch einmal. Komm. Da hinten sind aber noch so viele, weißt du? Das muss einfach besser gehen. Ich glaube, die heben wir uns für später auf. Oder ist das halt das Gebäude, wo ich wirklich hin muss? Das ist die Frage, ne? Wenn es das ist. Du musst halt einfach nur aufpassen, was du machst, dann geht das schon. Und es tut sich nichts, Alter. Bruder, ich töte dich. Dämonen beschwören vielleicht auch noch eine Option. Oh, warum hat er nicht gehauen? Er hat nicht gehauen. Ich habe gedrückt, aber er hat nicht gehauen. Ernsthaft. Ohne Spaß. Ich dreh durch. Bei so einem Kampf, wo es hier wirklich um jede Angriffsanimation geht, kannst du dir das halt nicht erlauben. So, das war's mir jetzt nochmal. Gib 250! 250! Ein verdammter, bescheuerter hier Kapuzenmann gibt 300, weißt du, was ist los, ne? Egal, den haben wir jetzt platt, ich speichere gleich, keine Sorge, damit ihr nicht Angst habt, dass ich das nochmal machen muss. Fisch, Fisch, Brot. Schwerer Fisch. Schwerer Fisch? Ein schwerer Fisch? Verdächtig. Höchst verdächtig. So, wo ist mein Butlerfleisch? Komm, ich zieh mal noch ein bisschen Butlerfleisch rein, Leute. Es hilft nichts. Man muss auch mal Butlerfleisch wegknuspern, weißt du? Immer schön rein damit, bis das Leben voll ist. Knusper, Knusper, Knäuschen. 1, 9, 3. Okay, so, jetzt ist die Sache. Habe ich denn so ein Dämonending am Start? Ich glaube nicht. Alter, Leute, was ist denn heute hier los? Ach nö, Hahn, doch gestern noch nicht. Wir können einen Golem erwecken, aber es ist dann nur einer, ne? Könnte man aber mal ausprobieren, dann könntet ihr die ein bisschen beschäftigen. Das machen wir gleich. Meine Lieben, ihr habt den Hahn kriegen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.